Bremen, so heißer Wüstensand. So genau das ist heute unsere Devise. Brennend heißer Wüstensand. Freddy Quinn hat's gut gesagt. Und ich werde es hoffentlich heute umsetzen. Ja, willkommen bei Auf dem Weg zum Senior Pro mit mir, mit dem Will Senior werden, heiße ich heute. Schöner Name, oder? Ja, finde ich auch. Deswegen wollen wir uns eigentlich wollte ich mich gar nicht lange aufhalten, während ich jetzt mal hier kurz die Hintergrundmusik anmache. Dr. Love ist wieder im Haus. Übrigens kommt mir noch gar keiner sagen, wer denn oder wo denn dieses Lied im Spiel vorkommt. So viele Experten und keiner hat einen Plan. Wunderschön. So, genug Musik gehört. Gibt da noch etwas, was ich sagen möchte. Und zwar gab es unter meinem letzten Video Gleiger. Ne? Auf dem Weg zum Senior Pro. Gleiger, die Luft wird dünner. Schon einige Kommentare. Ne? Das dürft ihr gerne in diesem Video fortsetzen. Kein Problem. Da war dann mein alter Freund Mario Lange. Und dass Mario Lange sehr gut kritisieren kann, das haben wir gesehen in den vergangenen YouTube-Videos. Und er hat ein eigenes Video gemacht. Und ich dachte mir erstmal, ja, super, ich freue mich. Ich habe mich wirklich gefreut, dass es, dass meine Videos jemanden dazu animiert haben, eigene Videos zu machen. Ist ja eine schöne Sache. Und sowas können wir natürlich brauchen. Ist ein Teil der Community, ein wichtiger Bestandteil. Und je mehr Leute sowas machen, desto besser ist es. Für alle. Für uns, für euch, für alle. Ich habe mir das Video angesehen. Aber leider musste ich ziemlich schnell wieder abschalten nach 9 Minuten oder 10 Minuten. Ich wusste gar nicht erstmal, ob ich das hier thematisieren soll. Denn ist nicht meine Art, hier so abzurechnen. Denn ich werde auch nicht abrechnen mit irgendwas. Aber ich möchte mal ganz kurz was ansprechen. Ja, vielleicht hat der ein oder andere das Video gesehen von dem Herrn Lange. Und wenn du so ein Video machst, warum musst du erstmal 7 oder 8 Minuten lang nur einen Rundumschlag machen, gegen alles wettern, was irgendwie nur geht, und dann auch noch halbwahre Informationen rausgeben? Denn es mag richtig sein, dass du deine Sachen gespielt hast mit Items, die nur über die Quest erhalten worden sind, oder mit Items, die mal abgesehen von deinem Verdandi, der es ja gekauft war, aber dennoch hattest du nicht weniger oder nicht sehr viel weniger Stats als ich. Ja? Du hattest, mal abgesehen davon habe ich jetzt hier 160, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie viel Stats du hattest, ich hatte glaube ich 2-3 mehr als du. 2-3 Fähigkeitspunkte mehr und dafür noch schlechtere Schläger, denn ich spiele hier mit Aelos 1 Eisenset und nicht mit Hybridschlägern, ob die aus Quest sind oder nicht, ist einmal dahingestellt. Ist aber auch egal, ich will ja auch keinen Vergleich von irgendwelchen Körpergliedern machen. Wie gesagt, das ist nicht meine Art. Ich danke dir erstmal natürlich dafür, dass du ein Video gemacht hast, aber das nächste Mal doch bitte richtig alles darstellen, ja, und nicht so halbgar, denn damit ist niemandem geholfen. Und was ich noch sagen möchte, natürlich, ich habe hier, wie man sieht, meine Ausrüstung. Es mag sein, dass das ein oder andere ein Cash-Item ist, ja. Ganz klar, die Hurricane-Schläger sind Cash-Items. Spielt allerdings heute keiner mehr. Und wollen wir doch mal schauen? Schauen wir doch mal testweise ins Auktionshaus. Mal schauen, was die so kosten, die Dinger. Einfach nur mal. Just for fun. Und mein Hurrikan.
Ja, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen indischen Schauspielern. Da haben wir schon Hurricane. Ja. Also fürs Eisenset werden immer noch Wucherpreise aufgerufen. Die haben sich kaum geändert zu damals. Ja, die hier gibt es für 81 Millionen. Hurricane Driver für 29,9 Millionen, aber der ist 7-mal gefüttert. Und so weiter. Es ist also, selbst wenn ein Neuling das spielen wollen würde, ja, was in den meisten Fällen nicht so ist, dann wäre es auf jeden Fall leistbar. Und sind wir doch mal ehrlich, jeder, der sich von Level 1 bis Level 100 spielt und später seine Tests spielt, nimmt auch Items mit. Und zwar mehr Items, als ich drin habe und mehr Items, als du in deinem Video drin hattest, Mario. Da kommen die Neulinge locker mal auf 200 bis 210 F. Weil das ist wirklich realistisch. Was ich hier in meinem Video zeigen möchte, ist, dass es auch ohne geht. Ja? Deswegen schauen wir nochmal ganz kurz. Nicht lang schnacken, fangen wir einfach an. Da diesmal ist mein Avatar wirklich ausgelaufen. Da gehe ich mal zu Freya. Und kauf mir von meinen in-game erspielten NG einen neuen. Ja, hier der neue schöne Ticket-Tab, falls du den noch nicht gesehen haben solltet. Hat das Ganze so ein bisschen aufgeräumt, denn das war hier alles sehr voll und ein bisschen unübersichtlich auch. Deswegen sind diese Items dann vom Zubehör zu den Tickets gewandert. Dann kaufen wir uns den Avatar Level 3. Habe ich den jetzt? Nee, doch, da ist er. Und weil meine Sternzeichen bald leer sind, habe ich hier noch einen Schützen. Den wechsle ich hier aus. Und dann habe ich hier noch ein Sternzeichen 100. Und dann habe ich hier noch einen Zodiac 50. Mache ich auch rein. Entschuldigt die Verschwendung, ich möchte einfach nur den Platz haben. Ich musste nichts dafür zahlen, deswegen kein Problem. Dann sind wir jetzt, glaube ich, ausgerüstet und bereit, Rufus zu stürmen. Hoffe ich mal. Ich habe übrigens immer noch den 4-Sterne-Plan von Bianca Fjord. Ja, steht zum Verkauf. Also, wenn ihr unbedingt einen 4-Sterne-Plan von Bianca Fjord wollt, Birdie-Plan, kommt zu mir. Kauft euch den. Sehr billig. Günstig natürlich. Und ich sollte zu Harold gehen. Harold. Qualifikation. Da sehen wir Abel, Kadaiga, Gleiger beendet. Jetzt Rufus Arena. Ich habe kein bisschen geübt. Die einzigen Sandschläge, die ich mit dem Account jemals gemacht habe, sind die. Entschuldigt bitte. Die von den vorherigen Tests. Das heißt, ich darf entweder nicht auf dem Sand spielen oder ich muss schauen, wie ich klarkomme. Ich habe ja ebenfalls dieser Mario Lange hat mir auf YouTube eine kleine Sandformel-Variation gepostet. Ja, das mit dem Sand, nicht in Sand spielen, habe ich jetzt schon, naja, egal. Es ist Rufus, da muss man damit rechnen, dass man mal im Sand liegt. Jetzt liege ich hier bergab. Das heißt, ich nehme noch, ein extra Backspin mit rein. Und mache den einfach mal mit 20%. Auf so kurze Entfernungen, da krieg selbst ich den Chip hin. Ja, Mario Lange hat mir auf Facebook, YouTube den Kommentar hinterlassen. Er hat geschrieben, so im Level 15 bis 30 ist es Jab mal 2 plus 10 oder 20. Ich denke mal, es ist. Ja, ich denke mal, ich werde es einfach mal ausprobieren müssen. Das ist nicht so leicht. Learning by doing. So, den kriegen wir hier gerade durch, denke ich mal. Aufgrund, dass uns der Wind ein bisschen nach links drückt. Mal kurz das hier weg.
Eigentlich drückt er uns nach rechts und nicht nach links. Hoffe ich einfach mal, dass ich über die Palmen drüber komme im Driver. Und Abfahrt. Oh ja, ja, der hat fast rasiert. Ja, aber der passt. Der bleibt gleich drauf. Fairway ist genug da. Notfalls kann man den auch auf das Fairway links spielen, wenn man schlechte Wetterbedingungen hat, wie Gegenwind und Regen. Dann kann man den aufs linke Fairway auch spielen, denn dort ist das Fairway einfach näher dran. Ja, hier ist doch ein ganz schönes Stück zu überbrücken von Tee bis zum Fairway, aber da sollte man mit dem Driver dann irgendwie auch hinkommen können, wenn man wirklich so schlechte Wetterbedingungen hat. So, jetzt wird's lustig, nehme ich an. Ich denke, ich habe hier ein bisschen, ne, nicht so wirklich. Stellen wir den einfach mal darüber. Wahrscheinlich wird er zu kurz kommen. Deswegen packe ich jetzt noch einen Krafttrank mit rein. Ich habe letztens schon gesagt, bei schlechterem Wetter oder bei windigerem Wetter bevorzuge ich eigentlich die Krafttränke. Mal schauen, wie weit mich der Krafttrank trägt. Flieg, mein kleiner Ball, flieg! Flieg! Komm, flieg nicht so weit! Okay, der ist weit geflogen. Ist egal. Können wir gleich mal Sandchippen üben. So, jetzt haben wir bei doppelte Entfernung 26, dann runde ich einfach mal auf 30. Ne? Weil das eine schöne Zahl ist. Oder ich mach mal 35 mit zwei Backspin. Okay. 35 war, 34 war ein bisschen wenig. Jetzt muss ich meine nicht vorhandenen Putt-Skills auspacken. Ja doch, in dem Fall hat alles gepasst. Ja, vielleicht habt ihr ja gesehen, am vergangenen Wochenende schlag den Asekuru. Ich habe eine vernichtende Niederlage, habe ich mir eingesammelt, eingefahren. Gegen Fiction Gandalf. Es war, ja, man könnte es ein Stomp nennen. Ja, er hat mich im Boden gestampft. Aber ist nicht so schlimm. Es hat trotzdem verdammt viel Spaß gemacht. Nächste Schlag den Asekuru Folge. Man hat ja im Forum gesehen, es gab eine Abstimmung. Man hat gesehen, dass die meisten Leute das Format okay finden und gut finden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir weitermachen werden. Oh, schön. Genau hinter die Fahne in Sand. Das ist ein guter Platz. Wenn man in Sand spielen muss, dann doch irgendwo ganz nah am Grün oder am besten ganz nah an der Fahne. Dann hat man es nicht so weit zum Chippen. Ja, was aber nicht heißt, man chippt an die Fahne, wie man sieht. Ja, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht und ich gehe fest davon aus, dass wir das wiederholen werden. Eieieiei, was war denn das? Dass wir das wiederholen werden. Und die nächste Folge schlagt den Asekuru irgendwann im August machen werden. Also, schlecht putten kann ich gut. Und dann auch immer gleich so fest, dass er gleich wieder 3 Yard weg ist. So, jetzt stelle ich ein bisschen mehr. Jo, da haben wir einen Boogie. Nicht so schlimm. Haben wir noch ein paar Löcher vor uns und wir brauchen hier eine minus 7, glaube ich. Minus 7? Minus 7. Aber jetzt ist die Frage. Komme ich da hin? Und wenn ja, was bringt's mir? Hinkommen könnte ich tatsächlich. Schon, ja. Der hier ist nicht im Weg. Ich probiere es einfach mal. Ja, Bugge habe ich mir eh schon gefangen.
Dann kann ich mir einen zweiten auch noch fangen. Genau, so muss es sein. Jetzt haben wir hier eine Restentfernung von 74,6 Yard. Das bedeutet, ich werde mal das AV auspacken. Und dann schauen wir mal, wie das Bällchen fliegt oder nicht. Eieieiei. Ja, es fliegt, aber es rollt auch. Und zwar zurück im Bunker. So, jetzt probieren wir es mal mit doppelter Entfernung plus 10. Das heißt, doppelte Entfernung, rund mal auf, 13 Yard sind 26 Yard. Plus 10, 36. Oh, dann müssen wir noch treffen. Ja, die nehmen wir an, 38 sind. 36 Yard und es geht noch weiter. Bam. Drin. Paar. Passt. So. Jetzt können wir dann langsam mal wieder mit Birdie weitermachen. Sehr ganz schön. Denn Birdies sind toll. Birdies sind unsere Freunde. Schauen wir mal. Kann natürlich sein, dass der Ball jetzt hüpft auf dem Grün. Ja, er ist gehüpft, aber nicht so weit, wie ich dachte. Und was hier wirklich sehr eklig ist, wenn man da hinten liegt. Hier hinterm Loch. Da ist ganz, ganz, ganz übel schräg. Und da muss man, da, ja, muss man nicht, aber eine gute Variante, um da rauszukommen, ist es, mit dem 5W zu schlagen. Aber es macht halt keinen Spaß, weil man da nur raten kann. So. Ich versuche mich hier gerade vom Putten zu drücken mit meinem Gerede. Aber der ist drin. Wie gesagt, ein Birdie täte uns gut. Da ist der Birdie. Wir sind wieder bei minus 1. Wieder voll auf Kurs. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist halt jetzt so eine Situation. Ja, im Leben werde ich den hier nicht zum Stoppen bringen auf dem Grün. Ja, schon gar nicht mit dem 3W, schon gar nicht mit dem Wind und schon gar nicht, weil ich hier links rumspielen muss, also mit dem Wind, in den Wind rein. Mal abgesehen davon, dass der Ball wahrscheinlich sowieso sehr viel kürzer kommen wird, wird er auch ganz schön nach rechts gedrückt werden. Ich hoffe mal, dass er das erst nach diesem Berg macht, nach diesem Fels. Und ups, ja. Mit so einer 0 kann ich froh sein, wenn der ankommt. Ja, schön wäre natürlich gewesen, das Fairway zu treffen. Habe ich aber nicht getroffen. Das Fairway ist übrigens auch, ja, was heißt neu? Neu ist es nicht mehr, aber seit der Erneuerung von Rufus, früher gab es hier kein Fairway. Da gab es dann nur dieses Grün, das Inselchen. Und ja. Normalerweise hat man den Ball dann auch, also wenn man ganz klein war, man hat ja früher auf Rufus gelevelt, entweder man hat dieses Fairway da vorne benutzt oder da hinten, je nachdem von wo ihr schaut, oder einfach mit genug Rückenwind Driver Vollspin und dann irgendwo hier hinten angehalten und dann lag der dann schon irgendwo im Sand. Es war auch egal, wenn da mal ein Boogie draus wurde, dann wurde halt mal ein Boogie draus. Ja, das mit dem plus 10 haut hin, glaube ich. Doppelte Entfernung plus 10 ist ein guter Wert. Und ein Birdie ist sowieso immer schön. Auch mit meiner tollen Haarnadel. Was sagt er zu meiner tollen Haarnadel? Das sieht sehr schön aus, oder?
Hab mir extra dieses wunderschöne Kostüm letztens, also bei der ersten Folge ausgesucht. Weil es halt wirklich schön ist. Tradition verbunden mit Land und Leuten. Und so weiter. Ja, das haut so nicht hin, denke ich mal. Dann ist jetzt die Frage, ja, spielt man den dann direkt? Also so wie den hier jetzt? Vielleicht noch mit ein bisschen Pfiff dahinter. Dann könnte ich Glück haben und der kommt auf dem Grün auf. Nur was macht er dann? Dann kommt hier ein bisschen, kommt mir das Grün entgegen. Aber nicht allzu viel. Das Grün läuft auch hier nach links rüber. Also ich würde gegen das Grün spielen, aber rollt er mir dann hinten weg oder nicht? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Er wird nicht so weit nach rechts rüberrollen. Dafür habe ich zu wenig Spin. Ein Pünktchen ist da nicht genug. Er wird, wenn dann, nach gerade wegrollen. Deswegen, ich probiere es einfach mal. Wir haben 28 Grad. 2,8 Wind. Vielleicht funktioniert es. Ein bisschen mehr als 100%. Und ab geht's. Na? Ja, er kam auf den Grün auf. Waren immerhin die Berechnungen schon mal richtig. Jahrelange Rufus-Erfahrung. Das könnte tatsächlich unser nächster Birdie werden oder mein nächster Birdie. Je nachdem, ob ihr mitfiebert oder euch wünscht, dass ich hier versage. Ah, ich glaube nicht, ihr seid nett. Ihr seid eigentlich alle relativ nett. Deswegen glaube ich nicht, dass ihr mir irgendwas Schlechtes wünscht. Und falls doch, ist mir egal. Kennt ihr das? Ja, bestimmt kennt ihr das. So, hier bin ich relativ stumpf, denke ich mal. Ich sehe hier keine große Chance, außer vielleicht, ja, nee. Also ich werde mit dem 4i nicht links um die Pyramide rumkommen. Nehme ich einfach mal ganz stark an. Nee. Deswegen mache ich es ja ganz stumpf. Stumpf ist Trumpf in dem Fall. Und schaue, dass ich mich irgendwo in die Nähe der Fahne legen kann. Ganz einfach. Gerade schon mal gemacht. Mache ich jetzt nochmal. Und hoffe, dass es so passt. Ja. Gut. Nähe ist halt ein sehr breit gefächerter Begriff. Hm? Deutschland ist in der Nähe von Russland. Von Amerika aus gesehen, auf jeden Fall. Ja, da hab schon überlegt, war es eine gute Idee oder eine schlechte Idee, Backspin reinzugeben, denn hier kommt das Grün entgegen. Allerdings glaube ich nicht, dass ohne Backspin da der Ball angekommen wäre irgendwo. Also irgendwo bestimmt, aber nicht da, wo er ankommen hätte sollen. Wir putten den jetzt einfach mal. Ist nicht viel Sand zwischen dem Grün und mir. Zwischen Grün und dem Ball. Deswegen machen wir mal so fast 50. Wenn er nicht reingeht, ist auch okay. Ja. 55 wären es wahrscheinlich gewesen oder so. Aber egal. Wir haben ein paar. Es geht hier darum, durchzukommen. Durch Rufus durchzukommen. Noch bin ich guter Dinge, dass wir das schaffen. Noch war allerdings auch Loch 15 nicht da. Wir werden sehen, was passiert. So. Ganz ehrlich, es ist mir zu heikel, hier auf das S zu spielen, auch wenn es immer eine schöne Variante war.
Deswegen werde ich mich hier an dem hier versuchen. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter hinter. So. Und von dort aus dann eben ans aufs oder ans Grün spielen. Schauen wir mal. Ich denke eher an das Grün und nicht auf das Grün, aber Wunder gibt es ja immer wieder. Ich lege hier ein bisschen bergauf und ein bisschen schief. Oder? Ja. Und habe auch jede Menge Rückenwind. Also die beste Konstellation, die man sich wünschen kann. Deswegen nicht lange überlegen. In meinem Fall zumindest. Und einfach machen. Okay, der war ein bisschen kürzer als ich dachte. Vor allem ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen mehr rechts als ich dachte. Ist aber auch egal. Wir rechnen wieder. Kommen bei 50 raus. Und genau das machen wir jetzt auch. Blub. Und das war zu weit. Ja, Leute, geht nicht so arglos mit euren Chancen um. Ich kann das machen. Ich selber verliere keine NG. Also ich verliere hier schon NG. Ihr seht, dass wir abgezogen werden, aber macht nichts bei mir. Ich habe noch ein paar. Deswegen, ich predige ja auch immer, safe zu spielen. Und das meine ich auch ernst. Ich kann natürlich diese Risiken eingehen. Ich verliere in diesem Fall hier keine NG, die ich mir irgendwann mal erspielen musste. Oder anderweitig besorgen musste. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich hier wirklich mal eine Runde nicht schaffen sollte. Allerdings, für meine Ehre wäre es natürlich schon schlimm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hinhaut. Das, was ich hier vorhab. Aber ich probiere es einfach mal. Und falls wirklich, ja, ich habe das letztens schon mal gesagt, falls wirklich ein Neuling hier zusieht, ja, bitte, bitte, bitte das Ding hier nicht als Tutorial nehmen. Ja, der sieht doch gut aus. Passt. Nicht als Tutorial nehmen. Nicht als Vorlage, als Gussform für deine Runde. Ja, ganz wichtig ist, du musst vorher üben gehen. Geh üben. Einmal, fünfmal, zehnmal, 20-mal. Mein Gott, wie oft ich Rufus geübt habe. Geht auf keine Kuhhaut. Also früher. Hier habe ich halt nicht geübt. Und bin allgemein leider auch ein bisschen aus der Übung. Aber ja, so ein bisschen Restwissen ist noch da. Und alles andere habe ich mir im Forum angelesen. Manche sind ja doch recht normal im Forum. Der ein oder andere. Und schreibt dann auch mal hilfreiche Sachen auf. Ja, der hat ruhig mal ein bisschen rollen dürfen. Da soll er mal rollen und dann rollt er nicht. Die Sau. Penüppel werde ich nicht sehen. Nein, natürlich nicht. Ist aber auch egal. Ja, ich lasse den relativ gerade. Mach ein bisschen vorsichtig. Ja.
Und da haben wir es dann wieder. Vorsichtig sein. Immer schön vorsichtig sein. Wie gesagt, wenn ihr die Runde so spielt, also nicht so, sondern safe spielt, dann sind diese minus 7 Pillepalle. Nichts, gar nichts. Die können euch nicht mal im entferntesten irgendwie interessieren. Und warum? Weil ihr safe spielt. Ganz einfach. Da die Frage, geht es da drüber oder nicht? Das erfahre ich jetzt. Nee, ja, vielleicht, jein, doch, passt. Da hatte ich einfach Auge. Das Auge für die Situation hatte ich. Und das eben perfekt ein- und umgesetzt. Ich hatte letztens auch den Hinweis auf YouTube in den Kommentaren, dass ich, oder was im Forum? Irgendwo war es, da hatte ich mit dem Wind gespielt und das war ein bisschen doof. Und das mache ich jetzt hier auch wieder. Das mache ich tatsächlich öfter, also auch wenn ich so mal spiele. Ab und zu bin ich ja auch unterwegs, ohne dass mich irgendjemand erkennt oder zumindest nicht die mich nicht erkennen sollen. Auch dann spiele ich immer noch mit dem Wind. Ich habe mir das irgendwo mal angeguckt. Auf manche Sachen denke ich, sollte man so. Aber ich habe mir das Video angeschaut und es ist richtig. Ich hätte vielleicht mich anders entscheiden sollen, in dem Fall den Ball zu spielen. Das ist richtig. Mit dem Wind spielen und gerade jetzt auch hier bei solchen Situationen mit Wolke. Ist natürlich eine schlechte Idee, wenn man nicht unbedingt weiß, was man da tut. Ja. Und auch ich treffe manchmal falsche Entscheidungen. Zumindest mein Spiel betreffend. Er rollt vorbei. So, ich bin gespannt auf eure Kommentare zu meiner Rufus-Runde gleich. Ja, was heißt gleich, wenn es dann irgendwann mal hochgeladen ist. Wünscht ihr euch irgendwas ganz Besonderes für meine Pearl Green Island Runde? Soll ich vielleicht ein Beach-Kostüm tragen? Soll ich andere Schläger reinmachen? Oder irgendwas anderes? Soll ich jemandens Mutter grüßen? Ich kann das ganz gut. Ich kann sagen, hallo, hier ist Asikuru und ich grüße die Mama von irgendjemandem, von Kyushi Ishu. Kann ich. Und die Mütter stehen drauf. Also wenn ihr eurer Mama etwas ganz, ganz Gutes tun wollt, ich weiß, dass der übrigens im Sand landet, das war auch so gedacht, dann schickt ihr einen Asikuru Geburtstagsgruß. Hello, Baby. Kann ich zum Beispiel sagen. Oder hallo, Mama. Oder ich lasse es einfach sein. Und konzentriere mich aufs Golfspielen. Aber die Hintergrundmusik, die regt mich so an. Ich würde auch gerne andere Musik spielen im Hintergrund, aber da hat dann die gute GEMA was dagegen. Wenn ich hier plötzlich anfange, meine Musik zu spielen. Ja, Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time. Zum Beispiel. Das übe ich manchmal heimlich vor dem Spiegel. Tja, ich weiß genau, dass ihr es euch gerade vorgestellt habt. Ihr habt vielleicht ja die Videos gesehen vom
von Much, von dem Golfertreffen. Vielleicht habt ihr das gesehen, vielleicht nicht. Auf jeden Fall bin ich da auch ganz kurz mal zu sehen oder sogar zweimal. Deswegen hoffe ich, dass ihr es euch gerade vorgestellt habt. Hit me baby one more time. Da muss ich gleich mal was trinken hier. Oh, jetzt kommt es an, an Loch 15. Jetzt wird es spannend. Loch habe ich minus 6. Und ich hoffe, das bleibt mindestens mal so. Oder verbessert sich. Das wäre natürlich auch schön, aber ich wäre schon ganz zufrieden, wenn es so bleiben könnte. Den einen Schlag, den hole ich schon noch irgendwo. Aber hier ein Boogie oder Double Boogie wäre natürlich vernichtend. So, jetzt haben wir hier bergauf. Bin gespannt. Ich versuche den jetzt so zu spielen. Und wünsche mir ganz, ganz, ganz dolle, dass der nicht ins Wasser geht. Von mir aus landet er im Rough. Oder er landet einfach im Wasser drin. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Ja. Dann schauen wir mal, wie wir den chippen. Jo, rangechippt. Boogie wird es auf jeden Fall. Es kommen noch zwei Paar 5. Da kann ich mir möglicherweise jeweils noch ein Birdie abholen, wenn ich es nicht komplett versau. Und doch noch die minus 7. Sicher machen. Oder aber ich versaus. Dann wäre schlecht. Jetzt schauen wir mal. Mal 4i nehmen. Nicht zu weit in den Sand stellen. Ich hoffe mal, dass der ankommt auf den Grün. Und da fliegt er. Habt ihr ihn gesehen? Ja, wenn er drauf bleibt, bleibt er drauf, bleibt er drauf. Ja, der bleibt drauf. Ja. Hätte ich mir doch die 101 sparen können und nur 100% spielen müssen, dann hätte vielleicht sogar am Loch liegen können. Aber ist egal. Ich schaue, dass ich den jetzt einigermaßen safe ans Loch bringe. Und dann mache ich den Birdie rein. So der Plan. Ah, nee. Aber egal, wie gesagt, Birdie, da haben wir uns den ausgeglichen, den Boogie an der 15 gerade und jetzt kommen da noch zwei Paar 5 Löcher, die gerne auch mal sehr, sehr, sehr schlechtes Wetter haben, deswegen, ja, man kann auch nicht ganz sagen, ob es klappt, aber hier hatte ich jetzt schon mal Glück mit dem Wetter. Die Frage, ob ich dieses Risiko gehen möchte oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Risiko, was ich hier vorhabe. Könnte auch wirklich in die Hose gehen.
Aber ihr wisst ja, ich werde es eingehen. Das Risiko. Stellt euch den Ballflug vor und wie der Ball fliegen wird. Welche Flugkurve der haben wird und dann könnt ihr mal schauen, ob der in euren Gedanken die Säule trifft oder nicht. In meinen hat es gepasst. Jetzt muss das noch in der Realität passen. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das passt. Sehr schön. Jetzt kann ich aufs Grün spielen. Ganz viel Topspin reinmachen. Und wenn der so aufkommt, wie ich mir das erhoffe, dann plopp, könnte es, dann sollte der Berg hier den Ball, das Rollen des Balles stoppen. Wenn nicht, dann liegt er irgendwo hinterm Grün im Sand und ich habe einen ganz bescheuerten Chip. Okay. Berg hat gestoppt. Mission accomplished. Ba, 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 dim, 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 dim. Sehr schön, oder? Ich werde das Lied übrigens laufen lassen, bis mir einer sagen kann, wo das im Spiel gespielt wird. Ja, spielt alle Kurse in allen Spielmodi zu 1, 2, 3, 4. Ich weiß, dass es das Wort 1 nicht gibt. Und irgendwo wird es schon drankommen. Also, sagt es mir. Sonst werdet ihr es nicht mehr los. Glaubt mir, es kann nervig werden. Ich habe schon davon geträumt. Ich habe meinem Klavierlehrer schon gesagt, ich möchte es lernen. So, minus 7 hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar. Die Frage, ob wir das schaffen. Ja, ich weiß, gegen den Wind, gegen den Wind. So, stellen wir da hin. Schön in die Kaktusse. Nein, jetzt sind gar keine Kakteen, das sind Gräser. Gras. Na, ja, den machen wir nochmal, den ziehen wir voll durch mit 105. Weil nicht kleckern, klotzen. So. Fairway haben wir geschafft. Jetzt haben wir noch eine relativ gerade Stelle erwischt. Es geht leicht bergauf und leicht nach rechts. Das macht uns aber gar nichts, denn der Ball wird sowieso nicht auf dem Grün landen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ist egal. Einfach nur safe Richtung Grün, Richtung Fahne gehen. Brauchen die minus 7 und nicht die minus 14 wie früher mal. Ja, tatsächlich brauchte man damals die minus 14. Aber auch damals habe ich schon bessere Ausrüstung gespielt. Und die war, ja, natürlich war es noch immer noch schwer. Ich meine, ich hatte jetzt keine 300F oder 400F, wie heute so fast der Standard schon ist bei den größeren Spielern. Aber an die 200 hatte ich. 190, 195, irgendwie so. Und ich habe die Tests damals, ohne jetzt angeben zu wollen, ja doch, ein bisschen angeben möchte ich schon, habe ich alle beim ersten Mal geschafft. Rufus, Kadaiga, Gleiger, Abe mit ein bisschen Glück und Pearl Green Island.
So, schauen wir mal. Du hast die vier Kurse für den Qualifikationstest beendet. Wenn du den Qualifikationstest bestanden hast, kannst du dich für den Selektionstest am Prüfungstag anmelden. Am Prüfungstag. Ja, da habe ich gerade was gefunden, was geändert werden muss in der Beschreibung. Dass das da immer noch drin steht. Ja. Okay, hier könnten wir jetzt den Abschlusstest starten. Machen wir aber nicht. Das heben wir uns für das nächste Video auf. Genau. Wenn ihr wieder was kommentieren möchtet, dann macht das hier bitte. Unter diesem Video ist ein Eingabefeld und da könnt ihr Buchstaben reinschreiben. Diese Buchstaben formen im allerbesten Fall Wörter und diese Wörter formen Sätze. Und diese Sätze sagen mir dann, ob ich irgendwas Tolles für nächstes Mal für unsere Seniorprüfung machen soll. Was Besonderes anziehen soll für euch, das kleine Schwarze vielleicht, oder mir Tipps geben, mir sagen, was ich falsch gemacht habe oder was ich besser machen hätte können auf Rufus, mir sagen, dass ich doch nächstes Mal bitte den Platin-Slot benutzen soll, weil das viel realistischer ist, oder was auch immer euch auf der Leber, auf dem Herzen oder auf den Nieren liegt, sagt es mir. Ich bin Dr. Love und jetzt raus. Macht es gut, schönes Wochenende, Daumen nach oben bitte da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, lasst uns trotzdem einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren YouTube-Kanal, ganz wichtig. Wir brauchen Abonnementen, das kostet auch nichts. Ja? Also euch werden keine CC abgezogen, euch werden keine Euro abgezogen. YouTube abonnieren ist völlig kostenlos. Aber nicht umsonst. Naja, der war schlecht. Es war voll 90er, oder? Naja, egal. Schönes Wochenende. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Sonne. Ich wünsche mir auch Sonne. Bis zum nächsten Mal. Dann auf Pearl Green Island. Bis dann.